Die Blockade der Houthis kommt zu einer Zeit, in der sich die europäischen Volkswirtschaften von russischem Öl und Gas abwenden und stattdessen ihre Energieimporte auf dem Seeweg erhöhen, von denen ein Großteil aus dem Nahen Osten kommt und durch das Rote Meer fließt. Je länger die Blockade durch die Houthis andauert, desto schwerwiegendere Folgen wird es für Europa und die Verpflichtungen in der Ukraine geben. Bisher hat Amerikas internationale Marineeinsatztruppe die Houthis unbeeindruckt gelassen. Wenn auch nur wegen ihrer räumlichen Entfernung vom Kampf und der Unterstützung durch den Iran. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Houthis ihre Angriffe fortsetzen, solange es keine nennenswerte Rückschläge gibt. Die Houthis könnten sich sogar gestärkt fühlen, denn die Blockade hat ihre geopolitische Position gestärkt. Die Houthis und die Iraner wissen, dass die Vereinigten Staaten nicht in den jemenitischen Stellvertreterkonflikt hineingezogen werden wollen. Obwohl die Houthis eine relativ kleine Gruppe sind, verfügen sie über beeindruckende und billig hergestellte ballistische Antischiffsraketen, die bis zu 1400 Kilometer weit fliegen können. Diese Raketentypen fliegen in größerer Höhe und mit höherer Geschwindigkeit als Marschflugkörper und vergrößern so die Reichweite, in der die Houthis Schiffe angreifen können. Insgesamt wird Amerikas Marineeinsatzkommando mit dem Namen Operation Prosperity Guardian die Sicherheit in der Nähe der Straße von Bab al-Mandab erhöhen, bis die Schiffe durch die Region eskortiert. Aber das ist für Handelsunternehmen immer noch nicht genug. Die Eskortierung von Schiffen durch die enge Passage würde logistische Komplikationen und Gefahren mit sich bringen. Denn um sich einem Konvoi anzuschließen, müssten sich die Schiffe im Roten Meer oder im Arabischen Meer versammeln, was sie wiederum zu leichten Zielen für die Houthis machen würde. Seit Beginn der Krise hat die US-Marine den Flugzeugträger Dwight D. Eisenhower und seine Einsatztruppe in den Golf von Aden verlegt. Jetzt schart Washington eine internationale Armada um sich, um die Reedereien zu beruhigen und die Blockade der Houthi zu verhindern. Aber das weltweite Engagement ist brüchig. Großbritannien hat sich bereit erklärt, Schiffe zu entsenden. Aber Frankreich, Italien und Spanien haben die Operation abgelehnt. Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind ebenfalls abwesend. Auch China, das Kriegsschiffe in seinem Stützpunkt in Djibouti hat, ist nicht Teil der Koalition. Was übrig bleibt, ist eine nicht gerade große Taskforce und jede Partei hat ihre eigenen Gründe für die Ablehnung der US-geführten Operation. Beruhigen und die Sicherheit im Seeverkehr wiederherzustellen, erwägt die Regierung Biden umfangreichere Militäroperationen gegen Ziele der Houthi auf dem Festland. Dies würde jedoch auf Kosten der Machtprojektion an anderer Stelle gehen. Vor allem China und Russland würden dem Konflikt genüsslich zusehen. Die westlichen Seestreitkräfte setzen sehr teure Ausrüstung ein, um billige Drohnen abzuwehren. Die Franzosen haben kürzlich eine Boden-Luft-Rakete vom Typ Aster 15 im Wert von mehr als 1 Million $ abgefeuert, um eine Drohne vom Typ Sahed abzuschießen, die kaum mehr als 20.000 Dollar gekostet hat. Insgesamt sind die westlichen Marinen nicht darauf ausgelegt, die Art von Bedrohung abzuwehren, die von den Houthis ausgeht. Handelsschiffe in einem Raum zu versammeln, würde sie zu einem leichten Ziel machen, als würde man in einem Fass angeln. Andererseits würde eine Drohne, die ein Handelsschiff beschädigt, genauso viele Kosten verursachen wie eine millionenschwere Waffe, um sie abzuwehren. Es gibt also Überlegungen aus allen Richtungen und das macht dieses Schlachtfeld so kompliziert.
Jetzt greift auch Deutschland im Jemen ein. Die Bundesregierung will sich mit einem Kriegsschiff an einer EU-Marinemission im Roten Meer beteiligen. Ziel ist die Sicherung der Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste gegen Angriffe der Houthi-Rebellen. Am 1. Februar soll die Fregatte Hessen in See stechen, das berichten die Kollegen der Welt am Sonntag. Verteidigungsminister Austin fordert ja von der Bundesregierung, über den Einsatz der Bundesmarine in der Region nachzudenken. Sehen Sie das ähnlich? Sollte sich die Bundeswehr einschalten, um die Sicherheit dort am Golf von Aden zu erhöhen? Was uns wichtig wäre, wäre ein internationales Bündnis. Es sind ja ganz viele Unternehmen aus der ganzen Welt, die mit ihren Schiffen den Suezkanal und das Rote Meer durchqueren. Insofern wäre es durchaus sinnvoll und wünschenswert auch von unserer Seite, wenn es ein internationales Bündnis wäre, an dem womöglich auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt wäre. Aber auch Deutschland überlegt, sich daran zu beteiligen. Da fehlt noch das Mandat. Aber ein Schiff, das könnte da in Frage kommen. Und das ist die Fregatte Hessen. Die Fregatte Hessen, hier sehen wir sie im Hintergrund. Die ist eigentlich perfekt für solche Einsätze konzipiert. Kann also da eben dann im Verbund mit diesen anderen Staaten perfekt eingesetzt werden. Die Besatzung, die beläuft sich auf ungefähr 230 Soldaten plus die Helikoptercrew für den Helikopter, der auch an Bord ist. Insgesamt ist das Schiff 143 Meter lang und hat eine Geschwindigkeit von 29 Knoten. Die Aufgaben, die sind einerseits die Luftverteidigung, aber eben auch der Geleitschutz und die Seeraumkontrolle. Und man kann sich da noch mal vor Augen führen, dieses Radar, das dort an Bord ist, das kann zum Beispiel die gesamte Nordsee überwachen. Und das Rote Meer, das ist ja ein relativ schmales Meer. Das ist also perfekt, um dort eben Drohnen oder anfliegende Objekte aufzuklären und diese dann eben im Verbund mit den anderen Staaten abzuwehren, um so die Seeschifffahrt dort wieder sicher zu machen. Also wir sehen es auch, die Bundeswehr könnte da unterstützen. Es fehlt eben nur noch das Mandat. Aber dann würden wahrscheinlich auch wir dieser Allianz der USA beitreten.